Aber ein wichtiger Punkt für mein 2021 ist auf jeden Fall auch Consistency over Intensity. Also ich möchte viel lieber eine Sache regelmäßig und beständig immer wieder machen, als eine Sache sehr ausführlich und detailliert zu machen, aber das nur für eine kurze Zeit. Und deswegen sieht mein Plan auch momentan so aus, wie er jetzt aussieht. Willkommen zu Tag 22 und auch zum 22. Nein, das ist der 23. Vlog, oder? Zum 23. Vlog, genau. Ja, heute ist der 22. Meine Heizung macht gerade die ganze Zeit Geräusche. Hört ihr das? Das ist meine Heizung. Ich mach die mal kurz aus. Heute ist Dienstag und falls ihr übrigens nicht mitbekommen habt, ich habe momentan Ferien. Deswegen war ich auch gestern nicht in der Schule, weil ich jetzt Ferien habe, genau. Und mir ist vorhin aufgefallen, dass heute einfach der vorletzte Vlog ist von dem Vlogmas dieses Jahr. Voll krass. Ja, auf jeden Fall haben wir heute erstmal das hier im Adventskalender drin. Und ich denke mal, es ist irgendwas Selbstgemachtes. Und es fühlt sich an, als wäre das ein Foto. Ich glaube, das ist einfach ein ausgedrucktes Foto. Glaube ich, weil so fühlt sich das zumindest an. Wir gucken mal. Ich bin sehr gespannt. Ja, oh, süß. Aber das ist voll blöd, weil das ist irgendwie so zerknickt jetzt hier drin. Aber egal, es ist trotzdem süß. Ein süßes Foto von uns. Und jetzt öffnen wir auch schon das hier von meiner Mutter mit den koreanischen Sprichwörtern. Also das heißt am besten oder das Beste. Und das heißt Hoffnung. Aber ich glaube, das ist Hoffen. Verb Hoffen. Hoffe auf das Beste, aber bereite dich auf das Schlimmste vor. Ja, das ist sehr cool. Ich habe jetzt übrigens auch schon eine ganze Sammlung mit diesen ganzen Sprichwörtern hier auf meinem Schreibtisch. Ja, weil ich jetzt wie viele Zettel habe? 22. Gucken wir am besten nochmal auf meine To-Do-Liste für heute. Heute ist wie gesagt Dienstag und ich habe ja Ferien, deswegen habe ich den ganzen Tag Zeit, irgendwas zu machen. Wir haben ja schon vorgestern zusammen das Jahr so ein bisschen geplant und abgeschlossen. Und ich möchte auf jeden Fall auch noch, wahrscheinlich heute oder nächsten Tage, mir einen koreanischen Studyplan machen. Also planen, wie ich dieses Jahr Koreanisch lernen möchte. Und dann wollen wir noch unseren Weihnachtsbaum, Tannenbaum schmücken. Eigentlich dachte ich, wir kaufen keinen, weil wir letztes Jahr auch keinen hatten. Aber irgendwie wollte meine Mutter dann doch das hier einen kaufen, deswegen haben wir seit gestern einen. Und sonst habe ich erstmal nichts Spezielles vor, außer irgendwelche Kleinigkeiten wahrscheinlich. Und ich muss jetzt erstmal eine E-Mail schreiben. Okay, das mache ich jetzt mal zuerst. Übrigens habe ich gerade schon gefrühstückt und mich fertig gemacht und so, falls ihr euch das fragt. Ja, und dann haben wir doch eine Telefonkonferenz gemacht, weil es einfach viel einfacher war, nochmal persönlich drüber zu reden, als die ganzen E-Mails hin und her zu schreiben. Okay, gut. Ja. Und dann war ich noch in einer Telefonkonferenz drin, wo ich aber nur zugehört habe. Und ich habe diesen Clip einfach auf 20 so schnell jetzt mal gestellt. Und ich finde es irgendwie total lustig zu sehen, wie das aussieht. Ich möchte jetzt meinen koreanischen Studyplan machen, also so meinen Lernplan für nächstes Jahr, da ich euch ja auch schon in einem meiner letzten Videos, glaube ich, gesagt habe, dass ich auf jeden Fall für nächstes Jahr einen Studyplan haben möchte. Also wirklich eine richtige Lernroutine haben möchte und wissen möchte, wann ich was lerne, um einfach da eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubringen. Weil jetzt mache ich halt immer so, dass ich versuche, jeden Tag ein bisschen was zu machen. Aber dann werden es halt manchmal auch nur sich Vokabel angucken. Und so Grammatik mache ich mittlerweile zweimal in der Woche. Ja, und ich weiß nicht, irgendwie habe ich noch keine richtig gute Routine drin. Und ich möchte auf jeden Fall eine Routine haben, weil ich weiß, dass es sehr sinnvoll ist. Und das andere Problem, was wir jetzt haben, beziehungsweise eigentlich das einzige Problem, was wir jetzt haben, ist, dass ich noch nicht weiß, was für Ressourcen ich nächstes Jahr benutzen werde, also Ressourcen, wie sagt man das, für Material ich benutzen werde, denn ich möchte auf jeden Fall nächstes Jahr in einen richtigen Unterricht gehen, also entweder das in einer Schule machen, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob es mit der ganzen Pandemie so funktioniert und deswegen ist meine zweite Option, entweder Einzelunterricht zu nehmen mit einer Lehrerin oder einem Lehrer online oder tatsächlich in einen Online-Kurs zu gehen bei einer Sprachschule online.
Und mein Problem ist dabei, dass ich erstens nicht weiß, wann ich das mache, weil ich ja nächstes Jahr meinen mittleren Schulabschluss mache. Ich habe euch das schon mal erzählt, dass man in Berlin und Brandenburg dazu verpflichtet ist, das zu machen. Also das heißt, ich mache Abitur in der 12., aber trotzdem muss ich meinen MSA in der 10. machen, in der 10. machen. Und das heißt, ich habe ab Februar meine Prüfungen, ich habe Februar, glaube ich, meine mündliche Prüfung, März meine Matheprüfung und dann, ich glaube, im April nochmal zwei schriftliche Prüfungen. Und wenn ich diese Prüfungen da habe, also erstens, sie sind für mich jetzt nicht mega wichtig, da ich ja sowieso Abitur mache und mich mit diesen Zeugnissen da nicht bewerbe, aber trotzdem möchte ich natürlich da nicht so, total scheiße sein oder so. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich die ersten 3-4 Monate des nächsten Jahres viel für Koreanisch lernen kann, weil ich auch noch YouTube habe und ein anderes Leben habe. Aber ich möchte dann auf jeden Fall, wahrscheinlich dann so ab Mai, denke ich mal, anfangen, in eine Schule zu gehen oder halt, wie gesagt, Unterricht zu nehmen. Vielleicht mache ich das auch schon vorher, ich weiß nicht, vielleicht passt es ja und so weiter. Also, wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich dachte mir, um diesen Study Plan zu machen, wir können es jetzt zusammen machen, also falls ihr auch eine Sprache lernt oder was anderes lernt, können wir mal das zusammen machen. Ich dachte mir als erstes, dass ich mir alle Sachen aufschreibe, die ich da benutze als Material. Und so benutze ich da diese Bücher hier von Talk to Me in Korean. Ich mache euch dafür, also dazu auch die Links in die Infobox. Und dann benutze ich... obwohl ich schreibe mir das am besten auf. Wir müssen nicht, macht es digital. Also ich erstelle jetzt erstmal eine Tabelle mit Ressourcen. Warum sage ich mal Ressourcen? Weil es auf Englisch Resources heißt. Auf Deutsch sagt man dazu, habe ich nicht Ressourcen, Materialien. Und zwar habe ich da die ganzen Talk to Me in Korean Bücher. Und so habe ich da Grammatik einmal. Beziehungsweise ich glaube, ich mache es so, dass ich mir eine Tabelle erstelle mit den ganzen Namen, mit den, also die Dinge, die ich habe. Und dann mache ich die nächste Spalte mit den Bereichen, zum Beispiel jetzt Listening, Reading, Grammatik. So, also ich habe jetzt immer alle Dinge aufgeschrieben, die ich potenziell machen kann. Und zwar habe ich natürlich einmal meine Workbooks. Dann habe ich noch die Vokabelbücher hier. Dann noch Podcasts. Dann habe ich auch noch K-Dramas, also so koreanische Serien zum Hören. Dann habe ich mehrere Apps. Ich habe nämlich ein paar Apps zum Vokabellernen. Ich habe ein paar Apps zum Sprechen und auch Austausch, also so kommunizieren. Beispielsweise HelloTalk, habe ich euch ja schon mal erzählt. Und dann habe ich noch so Kurzgeschichten, denn ab und zu drucke ich mir so Kurzgeschichten aus und lese die dann und versuche die zu verstehen, um dazu Fragen zu beantworten. Dann habe ich noch zwei Sachen, die jetzt vielleicht keine unbedingten Ressourcen sind, aber einmal habe ich nämlich noch Dinge nachzusprechen, um mich selbst aufzunehmen, um so meine Speaking Ability zu verbessern und meine Aussprache zu verbessern. Und dann habe ich auch noch, dass ich beispielsweise mit Siri reden könnte, wenn ich das auf Koreanisch stelle, oder Freunde und Freundinnen von mir anrufe. Aber das sollten jetzt keine unbedingten festen Bestandteile in meinem Studyplan sein, weil ich kann keinen dazu bringen, wahrscheinlich mich jede Woche irgendwie zu einer bestimmten Zeit anzurufen. Und jetzt überlege ich mir, wann ich was mache und wie viel ich überhaupt lernen möchte. Und ich glaube, das ist so der schwierigste Schritt. Ich gucke jetzt mal ganz kurz in meiner Time-Tracking-App, denn ich mache ja Time-Tracking, also ich tracke meine Zeit, ich tracke immer, was ich mache. Und ich glaube, ich habe so im letzten Monat, wo sieht man denn das überhaupt hier, Monat? Also ich habe im letzten Monat 150 Stunden mit Schuldingen verbracht, also zur Schule gehen und so weiter. Und ich habe 61 Stunden mit Koreanisch lernen verbracht. 20 Stunden in der Woche. Ich habe 20 Stunden in der Woche Koreanisch gelernt. 20 durch 7. 2,8. Ich habe doch nicht jeden Tag 2,8 Stunden gelernt. Ja, okay, aber wenn ich das dann so gemacht habe, dann hätte ich auf jeden Fall schon am Tag eine Stunde Zeit, theoretisch. Ich will mich auch nicht zu überanstrengen. Wenn ich jetzt sage, ich lerne jeden Tag eine Stunde, dann mache ich das halt nicht, wahrscheinlich, weil ich mir jetzt zu hohe Erwartungen setze. Ich möchte aber auf jeden Fall mit Habit Stacking rangehen. Falls ihr nicht wisst, was Habit Stacking ist, ich habe dazu schon mein ganzes Video gemacht, aber es ist im Endeffekt das Implementieren von Gewohnheiten, indem man das an eine andere Gewohnheit ranhängt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, jedes Mal nach dem Zähneputzen möchte ich 10 Liegestütze machen oder beim Zähneputzen. Okay, beim Zähneputzen jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und deswegen denke ich, dass ich einfach mich daran halte und das dann einfach so einplane in meinem Leben, dass ich
jede Woche eine neue Grammatik-Sache lerne. Also jede Woche ein Kapitel mache. Das klingt vielleicht wenig und ich mache momentan auch mehr. Ich mache momentan 1 bis 2. Aber ich glaube, das ist sehr sinnvoll, wenn ich wirklich nur eins mache und mich darauf dann konzentriere und das richtig gut lerne. Und werde jetzt mal gucken, wie viel ich noch brauche, wie viele Lessons. Und zwar, mein Vater ruft mich gerade an. Hi! Und dann habe ich auch ein bisschen weitergemacht, das Ganze zu planen. Da wurde dann irgendwie angerufen und musste dann nochmal eine Zoom-Konferenz und so. Und deswegen war ich erstmal ein bisschen beschäftigt. Also ich habe jetzt irgendwie die ganze Zeit noch telefoniert und war in so Zoom-Konferenzen. Aber jetzt kann ich eigentlich meinen Study-Plan wieder weitermachen. Und so habe ich jetzt gemerkt, dass jedes Workbook 30 Unterrichtsstunden, Unterrichtseinheiten hat. Genau. Und ich gucke jetzt mal, wie lange ich dann brauche, um mein jetziges Workbook Level 3 zu beenden. Ich bin jetzt, weiß ich gar nicht genau, lol. Also ich habe jetzt rausgefunden, dass ich, um dieses Workbook zu beenden, noch einige Wochen brauche. Und zwar brauche ich dafür bis Mitte Mai wahrscheinlich, wenn ich jede Woche eine Unterrichtseinheit mache. Also ob ich noch so lange dafür brauche. Aber ja, stimmt, das ergibt irgendwie schon Sinn. Oder ich mache einfach jede Woche 2, aber ich glaube, jede Woche 2 ist zu viel. Denn ich möchte auch noch jede Woche eine Vokabeleinheit machen. Und zwar ist es so ein Buch mit einem Wort, das dann in Kontext sozusagen gegeben wird. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, dann sind da bestimmt auch 42, dann haben wir insgesamt 84. Ja, toll, da brauche ich da über ein Jahr noch das zu machen, das geht nicht. Hä, ich lerne ja viel zu wenig, da brauche ich ja 2 Jahre, um dieses Buch durchzuarbeiten. Ach so, aber ich sehe gerade tatsächlich, dass es einfach Vokabeln sind, die ich schon kenne. Ich glaube, ich mache mir jetzt einfach mal einen Punkt oder streiche die durch, die ich einfach schon kenne, weil die mussten ja nicht eine Woche lang üben, die Vokabeln. Okay, ich glaube, ich habe jetzt sogar schon die Hälfte ungefähr weggestrichen von Dingen, die ich einfach schon wahrscheinlich in- und auswendig kenne, weil ich glaube, das ist sogar was für Anfänger, oder? Obwohl, ich weiß nicht, weil da sind ja so die ganzen Sätze drin. Ich weiß halt nicht, ich habe irgendwie gerade echt ein Problem damit, weil es schon so ist, also es wird hier sozusagen vorgegeben, dass man eigentlich jeden Tag eine dieser Vokabeln durchgeht. Aber ich habe, glaube ich, nicht die Zeit, jeden Tag das Buch rauszuholen und jeden Tag da durchzugehen, obwohl ich mir gerade überlege, vielleicht mache ich das einfach, weil so viel ist es ja nicht. Ich glaube, ich brauche dafür 20 Minuten und ich habe 20 Minuten am Tag. Aber ich weiß jetzt schon, weil ich mache das ja momentan nicht. Und wenn ich mir jetzt so viel vornehme für dieses Jahr, dann halte ich das nicht ein. Ich muss ja kleine Schritte machen. Und deswegen sage ich, glaube ich, einfach trotzdem, dass ich das einmal die Woche mache. Weil ich habe ja auch diese ganzen anderen Sachen, die ich machen möchte, sei es jetzt Grammatik und so weiter. Deswegen, auch wenn das jetzt vielleicht komisch ist, werde ich es einfach so machen, dass ich 2 Seiten, weil ich glaube, für jede Vokal sind irgendwie 2, 3 Seiten, einmal in der Woche durchgehe. Auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen wenig klingt, aber egal. Baby Steps. Wir gehen in Baby Steps voran. Dann habe ich hier auch noch für meine Listening Comprehension, also für mein Hörverstehen, habe ich ja noch Sachen wie Podcasts hören oder Netflix-Serien gucken. Für mich persönlich ist tatsächlich nämlich Netflix gucken so eine Sache, die ich nicht regelmäßig mache, sondern das dann eher so eine Aufgabe ist. Einmal in der Woche möchte ich da eine Folge gucken oder so. Ja, ich möchte das Ganze sowieso in Quartalen machen. Also ich habe ja, wie gesagt, auch schon nächstes Jahr dann erst einmal ein MSA und kann dann danach ja noch meine Lernübungen, Lernroutinen steigern. Also jetzt einfach alles einmal die Woche machen und dann vielleicht ab Mai alles zweimal die Woche machen. Dann habe ich hier aber auch noch Sachen wie zum Beispiel Vokabellernen. Das möchte ich auf jeden Fall daily machen, also jeden Tag Vokabellernen. Und genauso möchte ich auch jeden Tag Journaling machen. Also ich möchte jeden Tag ein bisschen Tagebuch schreiben in Koreanisch. Dann habe ich noch so andere kleine Apps, mit denen man so spielerisches lernen kann. Aber da möchte ich mich jetzt auch nicht zwingen, das zu machen. Ich kann vielleicht nur sagen, ich möchte so einmal in der Woche reingucken in die App. Aber ich mache das eher so, wenn ich irgendwie gelangweilt bin oder gerade Zeit habe, dass ich dann mal auf diese Apps raufgehe. Aber das sind halt sowieso nicht die besten Apps, mit denen ich sehr viel lerne. Das ist halt eher so, um die Sprache in mein Leben zu bringen und zu integrieren. Aber so Sachen wie zum Beispiel mich selbst aufnehmen und reden ist schon eine Sache, die ich wichtig finde. Das möchte ich mindestens einmal die Woche machen. Aber ein wichtiger Punkt für mein 2021 ist auf jeden Fall auch Consistency over Intensity. Also ich möchte viel lieber eine Sache regelmäßig und beständig immer wieder machen, als eine Sache,
sehr ausführlich und detailliert zu machen, aber das nur für eine kurze Zeit. Und deswegen sieht mein Plan auch momentan so aus, wie er jetzt aussieht. Also ich möchte wirklich versuchen, mich nicht zu überarbeiten und eher weniger zu machen, aber das wirklich immer weiter zu machen. Also das beständig und konsistent und regelmäßig wirklich jede Woche durchzuziehen. Und nicht, dass ich mir sage, hey, ich möchte wirklich jeden Tag 3 neue Grammatikstrukturen lernen, weil das halte ich dann vielleicht eine Woche durch und das war's dann. Denn ich persönlich glaube, vor allem jetzt bei Language Learning, also bei Sprachenlernen, dass eine längerfristige Beständigkeit und Regelmäßigkeit auf jeden Fall kurzzeitige, harte Arbeit übertreffen würde. Also dass das immer sinnvoller ist. So, ich habe mir jetzt nochmal so eine Tabelle erstellt mit den ganzen Wochentagen und dann hier nochmal den verschiedenen Bereichen, die ich lernen möchte oder in denen ich etwas machen möchte. Und zwar habe ich da jetzt Vokabeln, Grammatik, Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen und habe da mal die verschiedenen Sachen eingeordnet, die ich dafür machen möchte. Zum Beispiel jetzt Vokabeln habe ich jeden Tag, möchte ich was bei Quizlet machen, also jeden Tag einmal mein Set oder meine Sets durchgehen. Genauso bei Grammatik, ich möchte die Grammatik-Sachen auch als Vokabeln sozusagen einordnen. Also wenn es Grammatikstrukturen sind, möchte ich die einordnen und die dann auch jeden Tag einmal wiederholen. Dann möchte ich einmal in der Woche, wahrscheinlich am Freitag, eine neue Sache lernen, also halt eine neue Unterrichtseinheit machen. Bei Lesen habe ich dann, dass ich einmal in der Woche eine Kurzgeschichte lesen möchte, immer am Freitag. Listening habe ich dann einen Podcast und 2x Netflix. Bei Writing, Schreiben habe ich dann jeden Tag Journaling. Und bei Reden habe ich tatsächlich so erstmal ziemlich locker eingetragen, dass ich manchmal mit Freunden reden möchte, mich selbst aufnehmen möchte. Sachen, zum Beispiel, wenn ich Videos sehe von Leuten, die sozusagen zu imitieren und nachzumachen und versuchen, das so aufzunehmen, wie die das sagen. Das ist bis jetzt mein Studyplan. Ich bin mir sicher, dass er vielleicht sich nochmal ändern wird, wenn ich meinen Stundenplan habe für nächstes Jahr, wenn ich weiß, was ich noch genau machen möchte. Also sei es jetzt zur Schule zu gehen, also zu einer koreanischen Schule, natürlich gehe ich zur Schule, aber wisst ihr, was ich meine. Das wird sich dann bestimmt nochmal ein bisschen ändern, aber so grob ist das jetzt meine Methode, wie ich einen Studyplan entwerfen würde. Und das Blöde ist, okay, was heißt das Blöde, aber ist, dass ich jetzt noch das Video schneiden muss für heute Abend, also den Vlog für heute Abend. Aber ich denke mal, ich schaffe das noch, weil es ist ja erst 15 Uhr, das muss ja um 20 Uhr und dann kommen, also habe ich noch 5 Stunden Zeit, das zu machen. Aber ich werde es auch mal direkt jetzt machen, glaube ich, weil es ist halt schon eine Priorität. Okay, was für Kategorien machen wir? Und dann haben wir noch einen Fuß gespielt und das war es eigentlich schon für heute. Aber ich möchte natürlich auch noch eine Person grüßen und zwar Pia. Hi Pia, ich hoffe, es geht dir gut. Vielen Dank fürs Zugucken und natürlich auch euch allen vielen Dank fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dann bis morgen Abend zum letzten Vlog.